Ihr seid stark. Bomb. Stark. Weg da. Mann, Mister, wir arbeiten hier. Danke. Verboten, Kumpel. Wir sind immer noch in der Statue, auf dem Weg, Ellie hinterher. Ja, halt sich zeigen. Ellie hinterher am Rennen. Wir haben die letzte Folge in dieser Statue hier gefunden. Und wir haben hier den Schlüssel zu unserem Herzen ergeben. Vielleicht können wir sie ja hier raus geleiten und dann an der Straße. Schnell! Renn, Junge! Renn! Hol den Aufzug! Wieso? Was? Drück den Knopf! Mädchen! Push the button! Push the button! Was ist denn hier los? Die haben mich beobachtet? Die ganze Zeit? Warum? Warum hat man mich hier reingesteckt? Was bin ich? Spaß haben. Du bist das Mädchen, das aus diesem Turm hier rauskommt. Ey, von da, bleib hier! Da lang! Komm mit! Schaut alle! So. Sei vorsichtig, Elisabeth. Woher kennen Sie meinen Namen? Nicht jetzt. Weg da, lass mich mal. Ich bin dein Gentleman. Wohin? Dann. Sweaten. I'm sweating as fuck. Oh, Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Jetzt, wo du so fragst. Wo bin ich? Na. Wieder unter den Lebenden. Hier. Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das
Das ist Musik. Nein. Genau, ich muss nur... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Voll cute. Cuteness Level. Oh, warte. Ein Möwe. Wo ist sie? Ellie. Hallo, Ellie. Habt ihr eine junge Frau gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar? Sieh dir den an. Schlaf deinen Rausch aus, Trottel. Nicht hier. Halt die Fresse. Hey, halt. Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, brauner... Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Die Zeiten ändern sich. Ellie. Was für ein Leben. Mir viel. Diese Idioten. Dann sollte sie absaufen lassen. Links. Okay. Rechts. Also dann. Links. Ihr seid stark. Fotobomb. Stark. Weg da. Mann, Mister. Wir arbeiten hier. Danke. Verboten, Kumpel. Ich mag schon, dass meine Frau Angst hat. Hey, Kleine. Wunder. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Halt die Fresse. Können wir gehen? Bitte. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. War die so lieb, Mr. DeWitt, hier. Vogel? Oder den Käfig? Oder vielleicht den Vogel? Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und... Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Was heißt Sophisterei? Mein Gott. Schreib mir meine Kommentare. Sehen Sie. Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Yes, das ist schon alles in Ordnung. Er wird es richten. Wo war Songbird, als es passiert ist? Was mit dir passiert ist? Wieso ist nie ein Handy mehr? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein Auto sind, die gut aussehen dazu. Nein, das ist richtig. Finger spreizen, Beine spreizen, stillstehen. Hey, Holle, zieh dir den an! Ach, das Ding ist versperrt. Wenn du mich fragst. Ja, ja, ja. Was machst du da? Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Wonach sieht's denn aus? So. Oha! Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie wird staunen, was ich alles kann. Ja. Zeig mir doch, was du alles kannst. Wir haben hier eine Ecke nur für uns, Mädchen. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Oh, hallo, Sir. Ja. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur... Hey, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Da drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Hey, hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Schön. Was ist das? Jede Menge Bullshit. Annabelle? Wie bitte?
Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Ich will da auch rein. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Kommt Ellie auch durch? Ellie ist auch durch. Ja. Verzeihung. Diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Was echt? Hier ist frisch gekehrt. Kinder, lasst die Finger weg von der Zigarette. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Jo, gib mir ein Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Gib mir zwei. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt Freude. Mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Schnappt ihn! Ich hätte meinen Waffe ziehen von mir. Lasst ihn nicht. Munition alle! Oh, Munition, Munition, Munition! Elizabeth! Bleib mir vom Leib! Ergib dich! Was war jetzt los? Hey, töte die! Elizabeth! Nee. Wo ist sie? Oh, Roger. Na toll. Bleib einfach, wo du bist. Bleib nur sie mir vom Leib. Komm zurück! Wo ist die? Ist die tot? Ellie! Hallo? Hallo sehr! Na, meine Süße? Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht. Elizabeth, ich... Sie sind ein Monster. Nein, ich bin Marvin. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lasse mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Danke, Ellie. Voll lieb von dir. Ich weiß es zu schätzen. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Dann gehen wir mal. Ohne Scheiß, ich muss sagen, ich mag den Charakter einfach voll. Der Charakter ist so gut gemacht, ne? Das Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann.
Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ich muss ja wirklich sagen, ich höre den beiden am liebsten einfach zu, weil ich so entspannt. Da ist sie, die First Lady. Scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Sollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Ja, Süße. Von zu Papa. Wissen Sie, wieso Sie mich hier rausholen sollen? Die Leute werden wohl was von dir wollen. Unterricht im Schlösserknacken zum Beispiel. Warum Sie? Ich hatte vorher keine Ahnung von dieser Stadt. Ich dachte, Columbia kennt da unten jedes Kind. Ich war wohl nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Ja, cool. Das Ding scheint einzig und allein mit Schockjockey zu laufen. Na ja, klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier! Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt für eure Frauen. Handelt für eure Propheten. Handelt. Scheue nie deine Pflicht. Der Hall of Heroes ist da. Nein. Machen wir das in den Sektion. Komm rein! Süße, komm rein! Ja, was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Nur wie? Diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaube nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ ihn. Ich versuch's ja! Schließ ihn! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Ja, ich nehme lieber die Pistole, to be honest. Weil ganz ehrlich, Pistole ist zwar, klar, Headshot ist alles One-Tap, aber... Erstmal werden wir zum Pferdemann. Der Pferdemann. Er kann jetzt auch wieder. Press to launch your enemies into the air. Hold and release to create an eruptive trap. Wow. Gegen wilde Horden
fremdes Heer. Und wenn wir zuschlagen, teilen wir Cornelius Slade ein verdammten Wenn ich so drüber nachdenke, diese Risse können schon nützlich sein, wenn es wieder mal eng wird. Naja, es muss aber ein Riss da sein, damit ich ihn nutzen kann. Ich kann die nicht einfach machen. Sehr unlucky. Wäre ja cooler, wenn. So, was ist hier falsch? Der Verkehr zur Hall of Heroes wurde eingestellt. Das klingt absolut fantastisch. Wir nehmen den hier. Aber bevor wir den nehmen, Freunde, würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge. Ein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition spielen. Könnte ich gut gebrauchen, falls es ärgert. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann zur Hall of Heroes gehen und unseren Dude-Jockey finden. Vielleicht finden wir eine Fähigkeit, in der wir dann... Die Strecke ist frei. Ich wünsche euch noch eine schöne Abend. Bleibt schön. Bis dahin. Macht gut, genießt das Wetter. Und wir sehen uns bis dahin. Peace out. Ciao.